Hi und willkommen zurück bei Leon X. Bleib hier. Ah, was hier? Also. Ja, bei diesem Gustmahlerstraße. Und dann sagen wir, wo unser Vater ist. Okay, mach. Also. Ruf an. Also, Nee, der kommt schon, der ist noch. Ah, der kommt, okay. Der ist ein bisschen gut. Dann warten wir. Kommt aus. So, ja. Ihr seht, Octet sitzt wieder neben mir. Wir fangen heute an mit Basketball. Und, ja, Dennis wollte eigentlich kommen. Wir warten jetzt auf den erstmal. Weißt du, wo ich Dienstag war? Nein, aber du wirst mir jetzt bestimmt sagen. Ich war in der Neuss. Community. In ich war Neuss, ja. Warum das denn? Der Henry hat mich und Margarete gefragt, weil der am Hospitieren war in Neuss. Und das war ja meine alte Mannschaft. Und ich habe den Trainer gesehen wieder von mir, der mich überhaupt zum Basketball gebracht hat. Und andere. Das heißt, deinen alten Mentor hast du wieder getroffen. Ja. Und das ist, ich habe den... Junge! Ungelogen. Ich schwöre auf alles. Latten am Zaun. Was geht ab? Ich habe den ungelogen. Wie heißt es? 10 Jahre, nee, nicht 10 Jahre, 8 Jahre, 8 Jahre nicht mehr gesehen. Und ich hatte ihn wieder zum ersten Mal gesehen. Okay, es geht los. Und da habe ich mit dem Henry da gespielt und er hat mich ja gefragt, ob ich wieder Bock habe, Dienstag da ranzukommen. Aber Henry kann nicht, weil das ist das Trainingsabnormal spät. Gut, Henry hat ja... Cool, der hat eine Familie, weißt du? Ja, klar. Ja, und neun... Ich muss kurz sagen, bevor sich einer fragt, was ich hier habe, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Und weißt du, wann wir dort... das Training begonnen hat, 9.30 Uhr, wir sind 18 Uhr aus dem Haus gegangen. Was? Haben, ja, aber hör mal zu. Wir waren richtig schnell in Neuss, in diesem Stadtteil, wo wir sein müssten, in 25 Minuten. Nur bis wir mal die Halle gefunden haben, das hat lange gedauert. Ey, ich schwör's dir, die ist in so einem Wohngebiet, aber das ist so versteckt, ne? Und dann ist da noch Land und so, Wiese, was weiß ich alles, was da ist, ey. Das ist richtig kompliziert zu finden, ich bin dir ehrlich. Oh Gott. Bei uns war gestern Abend ganz schön was los auf dem Discord. Warum? Wir waren gestern so am Quatschen, ne? Mama und Mika haben Overwatch gespielt. Also ich habe mit dem Rocco Duel Links gespielt. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema kamen. Wir kamen auf komische YouTube-Videos. Und dann hat einer den dicken Chinesen erwähnt, weil sie dann da so lacht und isst gleichzeitig, ne? Ja. Und dann so voll abhusten musste. So erstmal dran erinnert, ja, war ja voll witzig. Und dann habe ich mal zum Spaß die Lache von dem Chinesen nachgemacht, ne? Hab danach gerülpst und sogar noch gesagt, Entschuldigung. Oh, Kollege. Oh, nice. Und dann mit meiner normalen Stimme so gesagt, Entschuldigung. Scheiß, ich hab Asche im Auge. Mika hat das total gefeiert. Ey. Du hast Asche im Auge. Wegen dem scheiß Wind. Und die hat das irgendwie total gefeiert. Das ist total, ich so, ob das so witzig ist. Und sie so zum, ja, es ist 10 Uhr abends, da finde ich alles witzig. Mm. Ich glaube aber echt, je müder du wirst, beziehungsweise je später du es isst und je müder du wirst, logischerweise. Oder wenn du nichts zu tun hast und langweilig bist, dann oder kann so, der Dennis, ja, Dennis dir ein Lied singen und ich auch. Ja, aber die hat dann ja bist du aber hyperaktiv. Ja, aber die hat ja nebenbei gezockt. Nee, die wurde nicht hyperaktiv, sondern da findest du irgendwie alles witzig. Wer so, also, wenn du, ja, wenn je später es wird und je müder du vom Kopf her bist, desto bescheuerter wirst du. Und des, ich weiß, was der meint. Ja, er siehst du, er versteht's. Ja, wenn du richtig lange wach bleibst und du bist müde, aber versuchst lange wach zu bleiben, dann lachst du über jeden Scheiß. Genau. Ja, das hab ich gehört. Ja, weiß ich noch, Dennis weiß noch früher bei Black Ops 3 zocken. Ja. Wo wir manchmal ein bisschen in die Nacht gezockt haben. Bei Nick, diese eine Nacht da, waren wir auch voll lange wach. Oh ja. Da haben wir echt über alles gelacht. Über jeden Scheiß. Wenn du jetzt, wenn du dann so im Nachhinein drüber nachdenkst, was für einen Scheiß du gelacht hast, musst du über dich selber lachen. Ja. Das ist ein Witziger. Ich muss heute im Basketball vorankommen. Ich gebe richtig voll Gas, Alter. Ich muss vorankommen. Willst du Energy? Nee, da bin ich richtig am überventilieren. Ich hab noch einen. Gib dir keine. Das ist gut für uns. Machen wir noch was? Ich hab Zeit. Ja, wir können Kinderknast. Hat er heute auf? Ja, du bist 19 Uhr. Hat er morgen auf? Ja, morgen hat er. Und meine Eltern sind hat wahrscheinlich. Hat er morgen auf? Ja. Ja, stimmt. Letzte Woche hatte der nicht und diese Woche hat der. Stimmt, hat er recht, ja. Weil ich letzte Woche geguckt habe, als ich vom Training kam. Von diesem Seminar meine ich. Und, Ja, der hat ja. Ja, ja. Und, wie heißt es? Meine Eltern sind morgen auf einer Hochzeit wahrscheinlich. Auch abends? Ja, ja. Hochzeiten sind bei uns abends. Ja, aber Kinderglas ist wirklich nicht mehr geschafft, dass wir Hochzeit ausgeliefert haben. Ja, gut, auch wieder mal, ja. Aber morgen? Morgen würde gehen. Schon ab 15 Uhr. Ja gut, dann machen wir morgen machen wir Kinderknast. Nimmst du dir noch ein bisschen Kleingeld mit? Kannst du da dich voll... Ja, nimm einfach 3. Ich arbeite wieder hinter der Bar, Junge. Aber wenn du da mit 50 Cent, wenn du mit 3 Euro da gehst... Du bist dagegen, ich weiß. Ich kenne die Preise da, ich war da schon 2-3 Mal. Nee, ich werde wieder hinter der Bar arbeiten.
Aber machst du dem Luca Konkurrenz oder was? Nee. Den Fettsack da dahinter in der Kasse, der immer so stottert, wenn du am Zocken bist. Weißt du, letztens der ist? Nee, ganz ehrlich, so wie die Leute sich da drum kümmern. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Leute laden da auf der Bar ihren ganzen Scheiß ab. Und dann kommst du da wirklich allein nicht mehr hinterher. Da musst du da einen zweiten haben. Und wenn da, ganz ehrlich, wenn da dann einer die ganze Zeit alles Geschirr wegräumt, ne? Und die Leute kleckern da ja auch, das ist total eklig. Wir möchten dann auch da essen an der Bar. Ja. Ich hab mir da jetzt eine Nachricht geschrieben, ey. Weiß ich nicht. Egal, wir machen hier wieder einen Cut und wir sprechen uns nachher wieder. Bis dann. Weißt du, ich bin ja, lass mich doch so gut mit meinem Dreier aus. Was denn? Ich bin ja.
Komm, ich schaff.
So Leute, wir haben jetzt noch ein bisschen Kinderknast gechillt, haben hier noch ein bisschen draußen abgehangen und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, es wird noch ganz, ganz schlimm. Ach Gott, nee, das wird schlimm. Ich muss unbedingt nach Hause, ich habe schon Angst gehabt beim Autofahren, war mir schon so leid. Achso, okay, ja. Deswegen, also ich hau mir an dieser Stelle ab, er treibt sich noch ein bisschen durchs Nachtleben mit Dennis da hinten. Und ich sag dann mal an dieser Stelle ciao. Und ja, war ein netter Abend. Können wir ruhig mal öfter machen. Ja. Und morgen Kinderknast. Ja. Morgen auf jeden Fall Kinderknast. Wir hatten nämlich früher Aufnahmen, wenn ich nur eine Stunde da Zeit. Das war ordentlich Zeit. Und wir müssen auch demnächst mal unbedingt mal wieder, ne? Ja. Auf jeden. Also, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Die Basketball-Szenen sind ja alle mit drin. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da. Danke nochmal an dich. Bitte, bitte. Oh, und ich sag dann mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Ja.